Heute geht es um ein Land, das bei den deutschen Konzernen einer der größten Investoren ist. Und das ist nicht China, sondern Katar, das ja zurzeit auch verpönt ist bei uns. Aber warum ausgerechnet Katar und was ist die Strategie dahinter von denen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Europäische Union zeigt endlich mal klare Kante. Ungarn werden jetzt die Finanzmittel gekürzt um 6,3 Milliarden Euro wegen fehlender Rechtsstaatlichkeit und wegen Korruption. Eine historische Entscheidung, sagen manche, und zu Ungarn komme ich auch gleich noch. Allerdings, im gleichen historischen Moment, da hat das Europaparlament plötzlich selber einen riesigen Korruptionsskandal. Im Zentrum von dem Ganzen Eva Kaili, das ist eine von unseren Parlamentsvizepräsidentinnen. Hier ein Beitrag zu ihr aus der FAZ. Sie ist eine griechische Sozialdemokratin und man hat bei ihr fast säckeweise Bargeld gefunden, kann man sagen. Und sie ist wahrscheinlich auch nicht die Einzige. Es gab bis jetzt 16 Hausdurchsuchungen und 6 Festnahmen in der Sache. Das ist jetzt natürlich saublöd. Und noch weiß man natürlich nicht viel, aber das Geld kommt eben möglicherweise aus dem Emirat Katar. Ein Land, das schon bei der Fußball-WM mutmaßlich ein bisschen nachgeholfen hat. Wobei sich da natürlich auch gezeigt hat, dass die Aufmerksamkeit, die sie dann bekommen haben durch diese WM, die war natürlich dann auch zweischneidig. So mit Frauenrechten, mit Homosexualität und so weiter. So dass jetzt zum Beispiel der Vatikanstaat sich jetzt doch zweimal überlegen wird nach dem Ganzen, ob sie sich auch mal bewerben um so eine WM. Aber wie auch immer. Katar ist sehr reich. Es bemüht sich natürlich um Einfluss und worüber aber wenig gesprochen wird, das sind seine Finanzbeteiligungen und Firmenbeteiligungen, insbesondere ja auch in Deutschland. Es ist in Deutschland einer der ganz wenigen wichtigen Großinvestoren und zwar wohlgemerkt sind es nicht irgendwelche Unternehmen aus Katar oder einzelne Investoren dort, sondern es ist das Land Katar. Und dadurch ist natürlich auch schon ab und zu die Frage aufgekommen, wie hier in diesem Artikel, ob das nicht eine Gefahr für uns sein könnte. Und Sie erinnern sich, vor einem Monat, da gab es ja die große, große Debatte über eine Investition von COSCO Shipping Ports aus China beim Hamburger Hafen. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Olaf Scholz hat dem dann zugestimmt, aber eben gegen starken Widerstand, zum Teil auch aus der eigenen Fraktion, wo es dann auch hieß, das gefährdet massiv deutsche Sicherheitsinteressen und China greift hier nach unserer kritischen Infrastruktur und so weiter. Dabei ging es da um eine Minderheitsbeteiligung an einem von 4 Terminals vom Hamburger Hafen. Bei Katar reden wir von ganz anderen Größenordnungen. Katar hat einige Investmentvehikel. Das wichtigste ist der große Staatsfonds, die Qatar Investment Authority. Ist einer der größten Staatsfonds der Welt, verwaltet die unglaubliche Summe von 450 Milliarden Dollar. Hier ist ein Blick auf die Homepage. Das Wohlergehen künftigerer Generationen sichern durch verantwortungsbewusste Langfristinvestments. Das ist das Motto. Ansonsten findet man nicht so viel auf der Seite. Man findet vor allem nicht das Portfolio von denen oder auch eine Beteiligungsübersicht. Das muss man sich dann irgendwie zusammenreimen aus Extraquellen und das ist dann natürlich nie vollständig, weil nicht jede Beteiligung und nicht jeder Kauf ist ja meldepflichtig. Sie investieren in viel, sie investieren auch in Bonds und in Immobilien und in Infrastrukturprojekte, sie stecken aber auch bei vielem anderen mit drin. Zum Beispiel in London, da gehören den halben Stadtviertel und auch der Flughafen und sie sind beteiligt an der Barclays Bank und bei Sainsbury's und bei Tiffany's in den USA und bei Glencore und Airbus und Air Liquide. Aber sie investieren eben auch gern in deutsche Konzerne. Sie haben mindestens 3% der Anteile zum Beispiel an Siemens, wert 3 Milliarden Euro. Sie haben 12% an Hapag-Lloyd, einer der größten Reedereien der Welt. Sie haben mindestens 6% der Anteile an der Deutschen Bank. Sie haben 9% der Anteile an RWE und sind damit der größte Einzelaktionär jetzt an einem von unseren großen Stromkonzernen.
Und sie haben sogar 17% der Anteile an Volkswagen. Dadurch da jetzt auch zwei Sitze im Aufsichtsrat. Und sie haben sich dann beim Porsche-Börsengang auch gleich nochmal 5% an Porsche gesichert. Die Übersicht hier ist vom Business Insider. Was da noch fehlt, ist zum Beispiel auch eine Beteiligung an CureVac, der deutschen Nummer 2 bei den mRNA-Impfstoffen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, zum Beispiel BlackRock, die haben doch an den ganzen DAX-Konzernen viel, viel mehr Anteile als jetzt Katar. Man darf das aber nicht verwechseln. BlackRock ist eine Kapitalsammelstelle im weitesten Sinn. Die verwalten vor allem Geld von anderen Investoren. Aber Katar ist selbst der Investor. Aber was ist die Strategie dahinter? Erstmal muss man sagen, Katar hat natürlich einen riesigen Geldzufluss durch Gas und Öl, das andere Länder kaufen. Aber was kann man dann im Gegenzug aus diesen Ländern kaufen, wenn man schon alles hat, wenn man reich ist? Kekse, Rennpferde, irgendwann erschöpft sich das natürlich alles. Darum kauft man das wenige Interessante, das der Westen noch zu bieten hat. Und das sind abgesehen von Politikern dann ebenso Dinge wie Top-Immobilien, Fußballclubs, Waffen, Kampfflugzeuge vor allem und aber eben auch die guten Unternehmen. Katar ist eines der reichsten Länder der Welt mit einem Pro-Kopf-Einkommen von fast 100.000 Dollar im Jahr. Aber auch darum, weil eben der Staat vieles trägt da aus den Gaseinnahmen. Und die sind natürlich endlich, irgendwann ist es vorbei und darum wird viel Geld jetzt investiert in Unternehmen unter anderem, damit man sich das eben auch in Zukunft leisten kann, was ja auch sehr vernünftig ist. Und es gibt viele andere Staatsfonds, die das ja auch erfolgreich betreiben, so ein Modell im Sinne des Staatswesens in Norwegen, China, Singapur, in einigen anderen Ölstaaten auch, die da eben auch stark zum Wohlstand schon beitragen inzwischen. Das haben die uns auch vor raus. Die Einzelinvestments, in die die investieren, sind das jetzt die besten Aktien, die es gibt bei uns? Wer kann es sagen? Sehr wahrscheinlich sind sie das nicht. Aber sie legen eben sehr viel Wert auf Stabilität. In letzter Zeit sind sie auch ein bisschen mutiger geworden, siehe das CureVac Investment. Aber grundsätzlich es sind vor allem solide, dauerhafte Großunternehmen und sie sind auch wirklich Langfristanleger. Sie verkaufen so gut wie nie. Und sie haben auch einen großen Vorteil gegenüber normalen Investmentfonds. Sie müssen auch nicht verkaufen, wenn sie das nicht wollen, weil sie eben keine Kunden auch haben, die in schlechten Marktphasen Geld abziehen können. Das ist auch ein großes Plus, das sie haben. Wollen sie damit auch richtig Einfluss nehmen in anderen Ländern? Eigentlich hat man nicht so den Eindruck. Also nehmen wir jetzt mal Volkswagen, wo sie ja wirklich ein mächtiger Aktionär sind auch. Und Katar hätte ja eigentlich auch kein Interesse daran, dass sich zum Beispiel Elektroautos durchsetzen auf der Welt. Also sowas wie Flüssiggasantriebe, das wäre für Katar schon deutlich besser als nächste Antriebstechnologie. Trotzdem hat Volkswagen das größte Elektroauto-Investitionsprogramm der Welt. Anscheinend halten sich also die Kataris bei solchen Entscheidungen eher zurück oder sie stehen auf dem Standpunkt, was gut für das Unternehmen ist, das ist auch gut für uns. Oder man diversifiziert da auch ganz bewusst, dass man eben sagt, wenn fossile Energie eben irgendwann mal an Bedeutung verlieren sollte, dann ist es gut, wenn man bei anderen Nachfolgetechnologien auch mit drin sind. Und darum gehe ich eigentlich auch nicht davon aus, dass die Investitionen aus Katar jetzt wirklich eine Bedrohung für uns sind oder dass sie hier den Standort gefährden oder sowas. Dazu ist Katar eben auch schon viel zu lang da, viel zu lang präsent als Großinvestor, ohne dass man bis jetzt da großartig was gehört hätte, dass es da große Probleme geben würde. Aber wenn es um viel Geld geht, geht es natürlich immer irgendwie auch um Macht. Jetzt ist Katar ein Land, wo man bis jetzt immer das Gefühl gehabt hat, die wollen schon gute Beziehungen zu uns und es ist wahrscheinlich auch nicht das wirklich ganz üble Land, als das es gerade hingestellt. Also zum Beispiel das mit den tausenden Arbeitern, die da gestorben sein sollen beim Bau von WM-Stadien, was da ja dauernd behauptet worden ist in letzter Zeit, das ist wohl in keinster Weise haltbar. Und es hat ja auch Arbeitsmarktreformen gegeben, da was man auch mal würdigen sollte. Jetzt höre ich mich natürlich langsam schon so an wie Eva Kaili, nur dass die dafür dann auch noch Geld kriegt.
Aber was mir zum Beispiel auch immer ganz gut gefallen hat an Katar, das ist der Fernsehsender Al Jazeera. Wird finanziert da vom Königshaus, ist der einzige Sender gewesen in der ganzen arabischen Welt, der da offen berichtet hat, zum Beispiel über den arabischen Frühling, der auch ein relativ modernes Frauenbild zeigt und auch sonst relativ kritisch berichtet, oft auch. War ja auch mit ein Grund dafür, dass Saudi-Arabien und Ägypten und die Vereinigten Emirate sich so eingeschossen haben auf Katar, bis hin zur Krise und zur Blockade 2017. Und manche sagen jetzt, vor allem das arabische Al Jazeera, das sei nicht mehr so liberal oder das sympathisiert zum Beispiel auch mit der Muslimbrüderschaft. Das kann ich nicht beurteilen. Sicher ist aber politisch, militärisch, trotz allem Reichtum, da ist die Lage von Katar da unten immer noch ziemlich heikel. Und dadurch ist es natürlich ein Land, das auch hier bei uns ringt um Einfluss, das darum auch ringen muss. Und das eben auch sein vieles Geld dazu nutzt, dass es schlicht und ergreifend politisch auch im Spiel bleibt. Das muss man auch sehen. Aber klar, das Ganze ist natürlich trotzdem zwiespältig. Es gibt nach wie vor viel, was uns an Katar nicht gefällt, was uns da auch nicht gefallen kann. Und was uns auf gar keinen Fall gefallen kann, ist natürlich oder wäre, wenn sich herausstellen würde, dass es wirklich versucht hat, Parlamentsmitglieder bei uns zu bestechen. Aber grundsätzlich wirtschaftliche Verflechtungen, internationale, gerade in schwierigen Zeiten, es ist ja erstmal auch was Gutes. Und jetzt haben wir ja sogar plötzlich auch noch doch noch einen Flüssiggasdeal mit Katar bekommen. 2 Millionen Tonnen pro Jahr von 2026 bis 2041. Ich habe zwar gedacht, bis dahin wollten wir schon lang klimaneutral sein, aber egal. Es ist sowieso nur ein Tropfen auf einen heißen Stein erstmal. Das kommt auch davon, wenn man da nur Gutmenschen runterschickt. Ich habe schon oft gesagt, hier hätten wir mal Franz Beckenbauer runtergeschickt, dann hätten wir jetzt mehr Gas, als wir jemals gebraucht hätten. Schauen Sie doch einfach nur mal, wie schnell zum Beispiel die CSU uns mit Masken versorgt hat in der Corona-Krise. Das ging alles ruckzuck. Nur die Provisionen, die da so üblich sind bei der CSU, das kann sich natürlich auf Dauer nicht mal Katar leisten. Genauso wenig, wie sich Katar eben auch leisten kann, dass es wirklich deutsche Konzerne auf breiter Front komplett auch übernehmen kann, was ja auch auffällig vermieden wird, wenn man sich da die Beteiligungsgrößen anschaut. Die Taktik ist wahrscheinlich eher die, sie sagen, wir wollen große Pakete von diesen Unternehmen, aber eben auch nicht so groß, dass es wirklich auffällt oder dass es Sorgen weckt oder Widerstände. Und so werden sie das wahrscheinlich auch weitermachen. Und das ist ein Vorgehen, wo ich sagen würde, damit kann man leben hier. Weil irgendwem gehören die deutschen Unternehmen einfach. Und es sind in der Regel ausländische Adressen. Wir haben in Deutschland nicht wirklich eine Aktienkultur und darum gehören eben auch nur 30% der DAX-Aktien zurzeit deutschen Anlegern. Da dürfen wir uns dann aber nicht drüber beschweren. Irgendwer streicht den Gewinn dann eben ein. Dafür trägt er ja auch das Risiko. Und apropos Risiko, vorhin habe ich ja auch Ungarn erwähnt und Ungarn ist zusammen mit Polen und zum Teil mit Tschechien ja auch eins der Länder, die auch viele Anleger jetzt wieder ein bisschen dubios finden. Und das mag politisch stimmen, aber das Sentiment für die Länder ist inzwischen schon sehr, sehr negativ. Und auch in Osteuropa gibt es gute Unternehmen und die Bewertungen sind da jetzt wirklich auch niedrig. Und es sind Börsen, die stiefmütterlich behandelt werden hier, auch von mir in letzter Zeit, das muss ich offen zugeben. Und darum gibt es auch von uns nächste Woche endlich mal einen Zukunftsmärkte-Report zu den Börsen Tschechien, Polen und Ungarn und zu den Aussichten von diesen Börsen. Und die Reports von uns, die kommen regelmäßig und Sie können sich dafür einfach eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und Sie bekommen das Ganze exklusiv zum Preis einer Abgeordnetenreise nach Katar, nämlich kostenlos. Also www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Dann sind Sie auch bei diesen Börsen bald wieder auf dem Laufenden. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.